Hallo und willkommen zurück bei Monster Sanctuary. Wir sind immer noch hier in den blauen Höhlen unterwegs und bahnen uns unseren Weg weiter vor. Ah, da rechts ist wieder ein Gitter, da können wir nicht ran. Da, und hier müssten wir doch dann... Oh nett, zwei Kisten. Oh, verdammt. Einmal den Höhlenschlüssel, wunderbar, den braucht man. Sehr gut. Und ein Ausdauerring plus zwei. Oh. Na gut, dann legen wir uns mit den beiden Mönchen an und dem einen Grummi. Machen wir es wieder so, das hatte den einen Tag vor 5 Minuten gut funktioniert. Ich glaube, ich würde das den Grummi da hinten weghauen. Nice, wunderbar. Fuck. Reicht nicht, oder? Ah, nicht ganz. Heilen Level 2. Naja gut, da können sie uns immerhin keinen Schaden zufügen. Was macht denn der jetzt wieder? Rüstungsbruch. Scheiße. Donnerschläge Level 2. Oh, die sind auch fies. Jetzt hau den endlich weg da hinten. Okay, das reicht auf jeden Fall. Heilst dich mal. Sicher ist sicher. Jupp, wunderbar. Oh, 314. Aber gut. Nee, komm, wir heilen lieber nochmal. Die machen einen Schaden. Reicht's? Jupp. Mönchei. Oh. Trotzdem, dass nur zwei Sterne waren, hatten wir aber wirklich Glück. Geil. Das ist die Schlagkombo, was die immer machen. Heilen. 5x50 plus 25% Magie. Angriffstreffer. Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer in Höhe von 25% des Angriffs aus. Wow. Okay, was ist das? Feuerschläge? Oh, das hier ist nicht schlecht. Donnerschläge. Die nehmen wir mal mit. Verursacht für jeden Buff dieses Monsters 3% mehr Schaden. 5% Crit-Chance, das können wir mal mitnehmen. Halt. Gefrierschläge. Können wir vielleicht den in die Richtung so ein bisschen entwickeln. Verleiht dem gesamten Team Beweglichkeit. Halt. So, die anderen sind bei Level 10, da können wir uns da ein bisschen austoben.
ein grünes Juwel. Und noch ein Höhlenschlüssel. Oh, okay. Wir haben aktuell nur eine Tür, aber zwei Schlüssel. Da rechts oben sehen wir es auch. Nee, dafür konnte ich die nicht nutzen. Okay. Wollte nur nochmal nachschauen. Nicht, dass ich das doch... Aber sonst wäre da kein Hebel auf der anderen Seite. Ach du Scheiße, was ist denn das? So, jetzt schlage ich euch mit euren eigenen Waffen. Ach fuck, ich habe den nicht mit reingenommen. Den Mönch. Schade. Okay, was ist denn... Gegen was ist denn das anfällig? Gegen das? Sieht doch ganz gut aus. Dann, ich nehme auch Blob wieder mit, wegen der Heilung. Ach, hier. Mister, in der Mitte, ich habe direkt ein Schild. Hau ich dem das mal weg. Ach, komm schon, ey. Wirst doch mal kritisch treffen können. Vielleicht jetzt aber einen der Mönche, weil der den in der Mitte eh nicht kaputt kriegt, wenigstens ein bisschen Gift. Oh, guten Schaden gemacht. Na, 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 nicht so viel. Okay. Kriegst du den kaputt in der Mitte? Müsste vielleicht nur einer von Kritten, von den vier. Schauen wir mal. Oh Gott sei Dank, zwei waren kritisch. Super. Super. Okay, dann kriegst du nochmal Feuer unterm Hintern. Noch irgendwas, was ein bisschen Schaden macht. Und dann sollte das reichen durch die beiden Debuffs, die er drauf hat. Wenn er nicht direkt... Nee, reicht nicht, aber jetzt reicht es auf jeden Fall. Gut. Hey, Freundchen. Kriegen wir den weg, ja, ne? Mist, hat kein Mana mehr. Ach, shit. Reicht's? Ah, nein! Okay, er heilt sich bloß. Ach, Gott sei Dank. Gut. Hat schon Angst, dass er jetzt einen von meinen kaputt haut, aber dann hatten wir nochmal Glück. Na komm, hauen weg. Zwei Stück. Okay, fehlt schon noch ein bisschen bis Level 10, aber nicht mehr viel. Oh. Nehmen wir direkt mit. Gürtel plus 2. 12% kritischer Draht plus 35 Verteidigung. Stimmt, das ist das erste Mal, dass wir Wasser sehen. Ah, was kann der? Versteckte Wände. Die können ja nur die Wasser-Orbs aktivieren. Die können mit Wasser selber. Nee, okay. Können wir nichts machen. Glaube, das reicht nicht. Oh, wobei... Nee, da gibt's... Nee, das war nicht... Jetzt habe ich zu früh auf den Vogel geklickt. Moment. Packen wir das nicht darüber? Nachher komme ich darüber, aber nicht mehr zurück. Oh doch. Ha. Na doch, hier kann ich ja stehen und wieder. Nee, da gibt es bestimmt noch irgendein anderes Tierchen, was mir... Nee, seht ihr, da ist jetzt Ebbe. Das packen wir nicht. Okay, da brauchen wir irgendein anderes Tier, was weiß ich, einen Doppelsprung oder so ein Kram macht. Die ging es da oben auch noch anders weiter.
Okay. Level. Nee, Level, auch Level 8. Der hatte gar nicht so viel Schaden gemacht, eigentlich. Pass mal auf, ich nehme mal Gummi mit. Katzerker und Blob. Den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Ah, gut. Ich hätte doch ein Feuer und Kirche mit in Verbindung. Jetzt ist es zu spät. Oh, du Sack! Ich wollte es noch sagen, nicht auf den in der Mitte. Aber jetzt bomb ich dich weg. Also gleich. Das ist jetzt doof. Wie viel habe ich denn noch von... Ich habe nur noch eine Phönix-Träne. Kriege ich die so kaputt alle beide? Darauf, dass der... Gut, das Gift hat den getötet. Doof, ich... blöde Kombi. Was haben die beiden jetzt gemacht? Schild gegeben. Fuck, ey, das ist Drecks. Schild. Okay, zeigt mir auch direkt an, mit dem Pfeil nach unten, dass es jetzt nur Level 1 nutzen kann, so lange. Mal Gift. Und ein Rüstungsbruch. Wir haben so beide erstmal die beiden Debuffs, die wir verteilen können. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier irgendwie überleben. Ach, dieses Dreckschild. Oh fuck, ey. Ach ja, fliehen kann man jetzt nicht mehr. Schade. Gift zieht auch erst den Schild ab, bevor es auf die richtige Lebensenergie geht. Scheiße, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Ich versuche jetzt auf Biegen und Brechen einen davon noch kaputt zu kriegen, den anderen kriegen wir dann schon noch irgendwie runter. Oh, ich wusste es. Fuck. Shit. Verdammt. Ihr blöden Säcke. Glück gehabt. Oh Gott, das kann was werden. Okay, das kannst du gern machen, das macht nicht so viel Schaden. Ich weiß gar nicht, wie lange das Gift auf den Gegnern drauf bleibt. Ich hoffe, bis sie tot sind. Und ich hoffe, dass wir den damit irgendwie jetzt kaputt kriegen. So, jetzt hat er eigentlich nicht mehr genug Mana, um danach eine starke Attacke zu machen. Hoffe ich. Deswegen mache ich jetzt mal eine. Oh, Glück gehabt.
geht der Sternebereich nachher in Minusbereich. Minus 5 Sterne. Okay, und weg damit. Oh, Gott sei Dank. Hätte schon gedacht, dass wir hier locker verrecken. 2 Sterne noch. Okay, na, immerhin. Immerhin überleben. Doppelsprungstiefel. Au, geil, die hat auch direkt an. Sauber. Jetzt können wir da drüben weiter. Ich wollte schon sagen, okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Cool. Yay. Oh. Ich stelle mich aber auch gerade echt dumm an. Sorry, dauert gerade einen Moment. Ach, verdammt. Bronze. Level 2 Verbesserungsmaterialien. Ja, was es mit den Verbesserungsmaterialien so auf sich hat? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden. So, so schwer war es doch gar nicht. Eine Haselnuss plus 13 Defense. Verteidigung. Okay, gut, dann geht das hier nicht weiter. Schade. Ach verdammt, da waren wir ja schon. Da haben wir es ja irgendwie rüber geschafft. So. Ach, hier war noch eine Tür. Cool. Was willst denn du? Alchemist. Huh, wer bist du denn? Es könnte gefährlich sein, in diese Richtung weiterzugehen, besonders für so einen Jungspund. Was für ein komischer Vogel. Ich glaube, ich habe seine Maske schon einmal gesehen. Aber meine Erinnerung ist ein wenig verschwommen. Wenn ich versuche, mich an etwas aus einem anderen Jahrhundert zu erinnern, könnte es sich lohnen, dem nachzugehen. Okay. Ah, Froschmeister. Oh. Da ist ein Champion-Monster. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit. Ich habe eine Idee. Ich bleibe auf Abstand, um sein Verhalten zu studieren. Mal auf kurzer, jetzt zeige ich dir mal, wie man mit dem umgeht. Level 9. So, anfällig gegen Feuer. Du kommst mit. Blob kommt mit. Na, ich nehme Grummi mit. Vergiftet und verbrannt. Ha, da rechts steht er ja sogar, unser Kumpel. Schon wieder seinen Namen vergessen. War das Lennart? Ne, Lennart war der komische Vogel, ne? Was hat er denn jetzt gemacht? Ruhig, ruhig. So ein Sack. Hier noch einen schönen Rüstungsbruch dazu. Oh, 468. Na 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 na.
verbrennen ist richtig geil, ey. 468 Schaden. Och, du fieser Sack, weißt du das? Vielleicht belebe ich den anderen kurz vorm Ende wieder, dass er die Erfahrungspunkte mitbekommt. Okay, der hält einiges aus. Ich hoffe, der quetscht mir jetzt nicht meinen kleinen Blob. Nein, shit. Wahrscheinlich noch mal heilen sollen. Ich gehe mal von aus, der wäre jetzt auch gestorben, wenn ich normal mit meinem auf, ja, Gott sei Dank, wäre jetzt auch gestorben, wenn ich direkt mit meinem Spektral Löwen ihn vorher angegriffen hätte, aber ich wollte halt einen von beiden dann wenigstens wiederbeleben für die EP. Hat ja jetzt dann auch geklappt, immerhin. Ach du Scheiße, eine Phönixträne, na Gott sei Dank, hat gereicht für Level 10. Yay. Blob ist auch Level 10, hat sich doch besonders gelohnt. Du bist zum Rang Hüternovize aufgestiegen. Neue Gegenstände beim Händler verfügbar. Duellkreis kann jetzt. Oder ist jetzt im Turm der Hüter verfügbar. Wow, du hast es geschafft. Du bist mutiger als ich. Ja, ich dachte, ich wäre vorbereitet. Aber als ich diesen Champion gesehen habe, war ich wie gelähmt. Nebenbei gefragt, bist du auch auf verdächtige Personen getroffen? Ja. Ihr beide seid noch hier. Habt ihr Champion-Monster gefunden? Ja, Raik hat gerade selbst eins besiegt. Was? Das war bestimmt nur ein normales Monster. Der Champion muss sich hier noch irgendwo herumtreiben. Ja, dann guck mal weiter. Du Pfeife. Was für ein aufgeblasener Typ. Nun ja, ich werde zurück zur Festung gehen und versuchen, etwas über die verdächtige Person herauszufinden, die wir getroffen haben. Treffen wir uns in der Bibliothek in der Festung der Hüter. Okay. Bibliothek, Festung der Hüter, packen wir. Oder kommen wir dann mal hin. Gute Arbeit, Raik. Das war deine erste echte Herausforderung als Monsterhüter. Wer weiß, wozu du noch in der Lage bist. So. Rang 3. Feuersturm. Trifft alle Gegner. 50%ige Chance, Verbrennung hinzuzufügen. Nice. Angriff und Magie erhöhen sich um 3% der maximalen Gesundheit dieses Monsters. Der hat über 500 Gesundheit, das heißt, das sind 15 Angriffe mehr. Mana-Brand. Immer wenn ein Gegner Schaden durch Verbrennung erleidet, werden 10% oder 10 Mana regeneriert. Auch nicht schlecht. Nehmen wir es mal Entzünden Rang 3 mit. Was haben wir hier drüben noch? Steinregen ist auch nicht verkehrt, ne? Juwelenkanone. Wow, magischer Schaden, Erde, kritischer Schaden plus 30%. Das hört sich gut an, das nehmen wir auch mit. Cool. Ah, ja, hier ist der Ausgang. Dann können wir auch hier eigentlich zurück zum Teleporter. Moment, es gab links oben noch. Noch weiter. Da weiß ich jetzt nicht mehr, ob es da weiter ging, weil wir da nicht hin konnten, weil wir den Doppelsprung noch nicht hatten oder ob da noch eine Tür war. Ja, weil wir den Doppelsprung noch nicht hatten. So. Du kommst mit. Du und Blobby kommen mit. Zwei haben Verbrennen gekriegt, wunderbar.
So. Sehr gut. Dann kriegst du wenigstens noch die Giftwolken, beziehungsweise den Gift-Debuff. Der kleine Blob ist fast komplett unter Wasser. Der Arme. Boah, die die Juwelenkanone. Ich hätte sie mir ein bisschen intensiver vorgestellt. Ach komm, hau den weg. Dann sind wir wenigstens schon mal einen los. Jupp, das passt. Dann noch die anderen beiden. Also ich bin jetzt, ich glaube, es müssten jetzt so 2,5 Stunden sein, ein bisschen mehr, die wir jetzt im Spiel sind, was ich komplett mit euch oder, ja, zusammen jetzt aufgenommen habe. Und ich muss sagen, mir gefällt es immer besser. Es kommen immer noch so ein paar Sachen hinzu. Ich hoffe, der erste verreckt jetzt am Verbrennen. Deswegen gebe ich dem hinteren mal noch ein bisschen Gift mit. Scheiße. Hat nicht gereicht. Ja, und bin bisher echt positiv überrascht. Also wenn ich so meine 15 Stunden Spaß an dem Viecher habe, auch wenn es plus 10 sind, dann hat sich schon gelohnt und bisher sieht es echt gut aus. Boah, die haben aber mächtige Schild gekriegt. Feuersturm. Okay, kostet 110 Mana, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum wir die Mana-Regeneration brauchen. Das sollten wir mal machen. Ach shit, ich wollte ihm Gift geben. Ah. Oh! Ich sehe gerade, die haben... Ach du Scheiße! Ich habe überhaupt nicht auf meine Leute geguckt. Schon gewundert, warum da jetzt was fehlt. Einer ist schon tot. Ne, zwei sogar. Verdammt. Och nee, die Armen. Ach, Blob war auch Level 10. Das hatte ich jetzt vergessen, dem können wir doch auch noch mal was Neues geben, oder nicht? Komm ey. Dein scheiß Schild erstmal weg und dann können wir von mir aus gleich noch mal einen wiederholen. Wir müssen unbedingt diese Phönix-Tränen nachher kaufen. So, er ist jetzt auch nochmal dran. Gott sei Dank ist er nochmal dran. Er heilt ihn jetzt und dann sollte es reichen für den Kampf. War dann hinten raus doch ein bisschen kritischer, als ich dachte. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der erste da verstorben ist. Verstorben. Er wurde getötet. Hinterhältig getötet von denen, was auch immer das sein soll. So. Naja. Kupfer und ein kleines Gegengift. So, Katzerka auch Level 10, die Raupe auch Level 10, wunderbar. Gehen wir erstmal zum Blobby. Geil, Schleimbeschuss 3, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann schaue ich mal kurz hier rüber, heilen. Jedes Monster der Gruppe beginnt den Kampf mit einem zufälligen Buff. Beginnt den Kampf. Das heißt, ich muss es nicht einsetzen. Das ist passiv. Das wird automatisch gemacht. Das ist geil. Hoffe ich. Heilende Welle. Heilt alle. Oh, was ist denn das? Heilskills. Wir hatten um 20% erhöht. Das ist ja nicht schlecht. Was haben wir hier noch? 20% Mana-Regeneration? Gesundheitsfokus. Gesundheit durch Ausrüstung wird um 25% erhöht. Ich nehme, glaube ich, mal die heilende Welle mit. So, Magma-Raupe. Feuerballsturm. Nehmen wir das mal mit. Was hat er hier drüben noch? Standhalten 2. Gerade ein bisschen uneinig, wenn ich ehrlich bin. Machen wir
erstmal hier weiter. Wir können sie aufheben, die Skillpunkte. Man muss sie ja nicht direkt verteilen. Das ist ganz, ganz gut. 50. 52. Langer Schnitzen. Trifft alle Gegner. Treffer fügen Bluten. Stapelbar hinzu. Das gefällt mir. Das nehme ich direkt mal mit. Ausrüstung, wir müssen einiges machen. Das machen wir dann, wenn wir dann in dem Hüterturm wieder sind. Da können wir dann auch ein paar Sachen kaufen und so. Gehen wir erstmal hier hin. So, kommt mal her. Okay, wir nehmen mit. Ja, bleiben wir dabei. Mal durch, vielleicht kriegen sie alle oder keiner, kann auch sein. Einer, immerhin, aber der in der Mitte wurde kritisch getroffen. Der lange Schnitzer. Ich mache das jetzt auch mal. Ich probiere mal die neuen Sachen aus, wegen Bluten. Der erste und der letzte am Bluten. Komm, damit der erste, damit es ihm so richtig beschissen geht, kriegt er auch noch eine Vergiftung dazu. Scheiße. Die Explosion ist echt fies. Alter! Ja, die machen halt nicht so viel Schaden, aber können, wenn man wirklich Glück hat, die Dings dann verursachen. Mist, ich hätte ihn heilen sollen. Können wir noch. Was kostet das? 90 Mana. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Mana er hat? Ach, da oben. 111. Hätte ich jetzt vielleicht auch eine kleine Heilung nehmen können, ne? Da muss ich mal öfter dran denken. Schade, den ersten hat es nicht mehr zerlegt. Aber dann in der nächsten Runde dafür, da brauchen wir uns um ihn nicht mehr... Entzündung kriegst. Ja, nochmal ein Crit. Okay, das sieht gut aus. Shit, was mache ich jetzt? Ich habe eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert. Ihm gebe ich jetzt Gift. Den zerlegt es auf jeden Fall. Dann, wenn die dran sind. Ich hoffe, ihn jetzt durch einen Crit oder so auch. Ja! Nein, hat nicht ganz gereicht. Nicht auf den letzten. Glück gehabt, er hat's überlebt. Okay, weg damit. Puh. Schön. 3 Sterne, eine Rauchbombe. Was macht eine Rauchbombe? Ach ja, das war... Gut, die brauchte man für den Rückzug. Wobei, wir können doch auch... Pass mal auf, ich mach das jetzt direkt mal. Ich plopp den mal hoch. Wir haben ja auch ein paar... Wir verlieren ja die Skillpunkte nicht. Wir können doch eigentlich von hier unten... Soll ich den Mönch lieber mal mitleveln? Dann lasse ich mal die Magma-Raupe raus und... Ich weiß nicht, was Yui ist, Level 3. Oh, nett. Birne. Mana plus 18. Level-Abzeichen zweimal erhöht das Monster-Level um 1. Kann für Monster verwendet werden, die mindestens 2 Level weniger haben als dein Monster mit dem höchsten Level. Cool, finde ich schön. Guck mal da oben auf der Map, da ist jetzt theoretisch noch was frei. Hier rechts sieht es auch nicht so aus, als ob es da weitergeht, aber doch! Was? Echt? Ich dachte immer, die Wände... Ich habe das jetzt nur aus... Testwillen probiert. Normalerweise stand auch am Anfang da, man sieht das dann auch. Okay, jetzt möchte ich aber was richtig Geiles haben. Armreif plus 2, Verteidigung plus 22, Mana-Regeneration plus 18. So, genau, das machen wir jetzt doch mal noch. Wir haben doch die, was hat denn der so drin? Lebenskraftring? Kann auch den plus 2 haben. Verteidigung plus 12, kritische Chance.
Verteidigung plus 44. So. Ach ja, der hat ja diese 41%ige kritische Trefferchance. Okay. Mana plus 28. Geil, dann, ja. Muss man das doch immer mal bei Stellen probieren, die eigentlich gar nicht so aussehen, als ob es da weitergeht. So, so. Ach, hier unten waren wir noch nicht. Eine Haselnuss. Gar nicht richtig schwimmen. Okay. Okay, das war dann doch schon recht offensichtlich. Geil. Reißzahn plus 1. Kritische Chance plus 8%. Angriff und Magie plus 13. Wow. Geht das? Nee. Ach komm schon. Nee. Nee. Und von hier mit Sicherheit auch nicht. Nee, um Gottes Willen, das passt nicht. Aber das müsste klappen. Wo waren das jetzt? Irgendwo unter uns. Ah, okay, da drüben. Und dann ging es ganz links, geht es ja dann auch nochmal weiter. Cooles Level-Design, gefällt mir gut. Kennt man natürlich aus anderen Spielen. Hier ungefähr. Yep. Feder plus 2, Crit-Chance plus 9, plus 14 Mana, oder plus 4% Mana-Regeneration. Baller mal durch. 2, gut. Dann nochmal schönes Bluten hinterher. Oh, das macht aber auch ordentlich Schaden, ey. Der hat gekrittet. Junge, Junge. Ich gebe uns mal den Buff-Zauberei. Überschreiben die sich? Nee. Die stacken, okay. Weil wir ja schon diesen zufälligen Buff haben. Ah, oh, natürlich. Herr Mönch muss ich wieder mal voll heilen. Wo haben die denn Eis? Ah ja, okay, die sind schon Level 10. Sehr gut, wunderbar. Einer ist weg. mit. Dreimal verfehlt, aber gut. Guter Move. Nein, 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 auf den letzten. Ach. Shit. Fuck. Jetzt hoffe ich, dass er meinen ersten nicht zerlegt.
gut. Okay, gut, das zerlegt den dann sowieso spätestens, wenn er wieder dran ist. Jo, reicht. Mittlerweile finde ich es ganz gut, dass sie nach dem Kampf geheilt sind. Kleines Gegengift. Huch. Ach, guck mal, hier ist ja noch richtig viel. Aha. Was ist das denn? Das trieft ja. Das sieht nicht so gut. Und es kommt auch hinten was Braunes an. Es tropft vom Schwanz. Ach, Blitz. Das ist ein Blitzorb, kein Feuer. Kannst du nicht Blitz machen oder sowas? Nee, oder nicht. Hallo Reisender, Bex. Oh, du bist ein Monsterhüter, richtig. Wie viele Champion-Monster hast du schon geschlagen? 3. Nicht übel. Ich? Oh, ich habe ein paar eigene Monster, das stimmt, aber mit Champion-Monstern lege ich mich nicht an. Ich bin nur ein Vagabund und erkunde die verschiedenen Regionen der Zuflucht. Manchmal finde ich ein paar Kostbarkeiten. Ich sage dir was, mach weiter so. Diese Kristallsplitter werden sich als nützlich erweisen, wenn du dich tief im Inneren eines Dungeons befindest. Teleportiert dich zurück zur Festung der Hüter. Oh, das ist aber nett. Danke. Diese Kristallsplitter sind besondere Gegenstände. Man kann sie benutzen, um sofort zum Teleportationsstein in der Festung der Hüter zurückzukehren. Dann lebe wohl. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem Abenteuer. Danke. Shit, da unten kommen wir noch nicht ran. Auch das hier haben wir noch nicht, oder? Nee, die können bloß Wasser-Orbs. Der hier nur Feuer-Orbs. Scheiße. Brauchen ein Blatt und ein Dings-Orb. Oh. La, 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 la. Ja, ich bleib bei den dreien, okay. schauen wir mal, wie es läuft. Juwelenkanone haut einiges rein, aber ich gebe dem erstmal eine Entzündung mit. Eine fiese Entzündung. Und Bluten, auch wenn das nicht am meisten Schaden macht, aber der kriegt Bluten dazu, oder? Hat er? Und eine Vergiftung. Jo, hat er. So, erstmal die Debuffs aufbringen. Es wird langsam ein bisschen knapp. Vielleicht sollte ich einfach meine Mana mal sparen eine Runde lang. Damit wir danach wieder richtig durchballern können. Also ein kleiner Heiler ist immer ganz gut. Also ich bin doch mittlerweile vom Blob ganz begeistert. Weil er uns so toll hilft. Shit. Fuck, jetzt haben wir auch zwei mit Verbrennung. Immer noch nicht. Ah ja. Hmm.
Vorsicht, ruhig, brauner da auf der linken Seite. Oh, es reicht, Gott sei Dank. Dachte nur, ich kann gar nicht alle heilen. Na, weiter auf die mittleren. Ah, okay. Ja, ich kann aktuell immer nur einen Rang drunter die Angriffe ausführen, weil wir zu wenig Mana haben. Wir brauchen irgendwie mehr Mana. Okay, das hätte ich mir echt sparen können. Das Feuer macht den Rest bei ihm. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin. Das dürfte, könnte knapp werden. Wenn Blobby jetzt noch ein bisschen Schaden macht. Ja. Schleimbeschuss zum Beispiel. Ein Crit. Nein. Nee, dann reicht's nicht. Oh oh. Ja, gut. Uff. Oh. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, das war echt knapp. Ah, das sollte jetzt reichen. Jupp, passt. Wunderbar. Na, nur aber. Jupp, wunderbar. Schriftrolle, Magie plus 8, Mana-Regeneration plus 12. Ach, guck mal, ja, da standen wir doch schon mal vor der Tür. Halt. Der hat nur einen Skillpunkt. Wenn ein Gegner Schaden durch Verbrennung erleidet, werden 10 Mana regeneriert. Ich mach mal das. Wer hatte noch? Ach ja, Grumi, auch Level 10. Giftexplosion. Was ist denn das? Erdverbundenheit, Erdeangriffe verursachen 10% erhöhten Schaden. Schleimbeschuss. Was ist das? Jeder Treffer hat eine 10%ige Chance, Schwächeln zuzufügen. Okay. Trifft alle Gegner. Nehmen wir das mit den 10% und dass der alle trifft. Machen wir das mal so. Dann müssten wir genau hier runter noch, da waren wir noch nicht. Da geht es auch wieder rechts lang, links lang. Wir gehen erstmal links lang. Doch verdächtig. Doch nicht. Joa, ich bleib dabei. Erstmal ordentlich durchbraten. Ja, zweimal Verbrennung. Nochmal durchschlitzen. Sehr gut. Und durchschleimen. Da kommt der letzte. Das war so klar.
Der hat aber auch eine Haune. Oh, Schlagkombo Level 3. Okay. Welches Level sind denn die? Level 11. Deswegen halten die so viel aus. Sehr gut. Weggekrittet. Ast rein. So soll's sein. Na komm. Gehen wir erst auf dich. Du hast schon lieber. Kriegst du noch einen zweiten. Mist. Uiuiuiui. Den nicht kaputt, ey. Nee, der kommt jetzt wieder mit Heilen. Gott sei Dank. Gut. Oh ja, stimmt, die Donnerschläge. Seht ihr den Mönch, den können wir auch mal noch versuchen. Ein bisschen besser zu integrieren. So, du kriegst eine Verbrennung und ich hoffe... Aber du machst es jetzt klar. Jupp, das reicht auf jeden Fall. Nee, Moment. Keine Blasenschwäche. Du kriegst nochmal Gift. Der andere stirbt. Du hast zwei Debuffs. Jupp. Passt. Level 11. Okay, was haben wir hier noch verbessert? Gesundheit um 35. Nehmen das mal mit. Dann haben wir ihn noch. Was war das hier? Gesundheit durch... Ah ja, genau, bei dem hatten wir auch bis Level 10. Wie viel Geld haben wir? 2000 knapp. 1900. Ach, fuck. Das war wieder dumm. Ach so, da geht's raus. Okay. Kommt man bestimmt von links dann durchgebrochen durch die Wand von einem anderen Bildschirm, so wie wir das vorhin schon mal hatten. Okay. Nee, da oben muss ich die zwei Knöpfe muss ich da betätigen, damit einmal wahrscheinlich das Tor und das Tor da oben aufgeht. Halt, Moment. Ah, okay, das ist für den da oben. Gut, dann machen wir das so. Er könnte schwere Sachen verschieben. Machst du das? Ja, doch. Gut, dann anders als ich dachte, aber immerhin, wir haben es gelöst. Umhang plus 2. Okay. Ja, wir brauchen wirklich ein bisschen... bisschen was mit Leben. Nicht nur komplett auf Crit gehen. Du brauchst auch mal ein bisschen mehr Leben, ey. Du hast nur 425 Leben. Ach, Moment. Da rechts unten ging es doch noch weiter.
Verdammt. Mist. Okay, ich glaube die Kiste, da werde ich wahrscheinlich später nicht nochmal dran denken, so wie ich mich kenne. Oh. Ach, fuck. Da brauchen wir wieder Blitz, Blitz, Blume, Blume. Oh, der Sonnenpalast, das müssen wir uns mal merken. Können wir uns auch merken, dass hier in dem Vorraum, in dem blauen, da unten noch eine Kiste war. Weiter. Da waren wir noch nicht. Oh. Mensch, hau mal ab. Ich wollte vielleicht irgendwas öffnen. Okay. Ich glaube, wir müssen so oder so zurück. Aber ich möchte jetzt diese Kristalle, die wir da bekommen haben, gar nicht verwenden, sondern... so zurück zum Teleportationsstein. Ah, guck mal. Können wir nochmal welche mitnehmen. Ach, shit. Das war ja die mit dem Schild wieder. Das könnt ihr machen, das ist nicht so schlimm. Eishagel geht auch. Okay. Die haben sich kein neues Schild verpasst. Knallen wir dich mal weg. Sehr gut. Jeden Fall besser als wir das letzte Mal gegen drei von denen gekämpft haben. Vielleicht haben wir Glück auf so ein Ei von den Viechern. Wie heißen die eigentlich? Achso, ich kann gar nichts mehr machen. Frosty. Level 9. Jo, passt. Wunderbar. Das sind noch mindestens 3 Sterne. Vielleicht sogar 4. 3 und ach, Kupfer. Schade. Natürlich ein bisschen uneinig, wo man hier eventuell noch die Fähigkeit einsetzen kann. Das Vieh in der Mitte fehlt uns immer noch. Den bräuchten wir auch noch. Okay. Den zerlegt es vielleicht schon, wenn wir Glück haben. Ah. Fuck. Fuck, nicht ganz. Nicht ganz. Was
siehst du, da würde ich mal nachschauen, ob die Gegner auch stärker werden oder mit uns mitleveln, was ich nicht hoffe. Oder, nö, die sind Level 7, okay. Gut, dann ja, weg damit. Mana. Ui. Tengu-Ei. Den haben wir doch noch nicht. Das war doch der rote, oder nicht? Jo. Geil. Moment. Was kann der so? Doch, warte mal. Da könnte doch die Explosion. Das war ja richtig fies, ne? Pyrokracher. Flammenschlag, hier trifft alle Gegner, genau. Okay, merken wir uns mal. Ah, das ist gut, dass die Gegner nicht mitleveln, das gefällt mir immer. Weil wenn Gegner mitleveln, dann finde ich es, naja, so spielen, Rollenspielen, wie auch immer, dämlich. Ist genauso dumm wie eine Gummiband-KI bei Rennspielen. So, wo ist denn jetzt die Bibliothek? Weiß ich nämlich nicht. Gehen wir hier links rein. Das ist nicht die Bibliothek. Und irgendwo könnten wir doch auch diesen Turm, diesen Arena-Turm. War das nicht hier links gleich? Das ist der Duellkreis. Du musst den Rang Hüter-Noviz erreicht haben, um einzutreten. Hab ich. Gut gemacht. Du hast genug Champion-Monster besiegt, um dich für das Hüter-Duell Training zu qualifizieren. Dieses Training schließt deine Aufnahme als Hüternovize ab. Das ist ein Schritt, den jeder frisch gebackene Monsterhüter irgendwann macht. Wir für dieses Training brauchen wir jedoch mindestens zwei aufstrebende Hüter. Ich hatte vor, dich zusammen mit Will zu trainieren. Du solltest ihn schon kennengelernt haben. Er ist der Erbe der Spektralfrosch-Blutlinie. Ich glaube, er ist in der Bibliothek direkt östlich vom Teleportationsstein der Festung. Geh und hol ihn, wenn du an meinem Training teilnehmen möchtest. Gut, dann müssen wir das sowieso als erstes machen. Jetzt haben wir da oben auch die Markierung bekommen. Östlich vom Teleportationsstein, das heißt, wir müssen hier raus. Und dann hier rein. Da ist er doch. Hey, Raik, du kommst genau zum richtigen Moment. Ich glaube, ich habe einen Hinweis auf den maskierten Fremden in den blauen Höhlen gefunden. Mein Begleiter hat vage Erinnerungen an seine Maske, genau wie deiner, nehme ich an. Also hat es nicht allzu lang gedauert, bis ich in den Archiven etwas gefunden hatte. Aber zuerst, du weißt Bescheid über die alte Welt, richtig? Nö, keine Ahnung. Die alte Welt ist das, was sich außerhalb der Monsterzuflucht befindet. Unsere Zeitrechnung beginnt vor 490 Jahren. Damals gab es einen Krieg zwischen den ersten Monsterhütern und den Königen der alten Welt. Die Monsterzuflucht wurde während dieses Krieges geschaffen. Magische Barrieren trennen sie vom Rest der Welt, wie dem auch sei. Seit diesem Krieg vor 490 Jahren haben die Menschen der alten Welt nach Wegen gesucht, die unerforschten Gegenden der Erde zu erkunden und die Geheimnisse der Natur zu enthüllen. Das Ganze nennen sie Wissenschaft. Toll, wow. Es gab jedoch noch eine große Anzahl Alchemisten in vielen Ländern der alten Welt. Die Alchemie ist ein sich ständig veränderndes Handwerk. Ihre Ergebnisse sind unvorhersehbar und oft gefährlich, ähnlich wie die der Magie. Seit etwa dem Jahre 200 unserer Zeitrechnung wurde die Alchemie in allen Königreichen der alten Welt verboten und Alchemisten wurden in manchen Gebieten sogar verfolgt. Aber der älteste Orden der Alchemisten blieb bestehen und seine Mitglieder flohen in die Monsterzuflucht, ohne dass jemand davon wusste. Das ist alles, was ich in den Archiv gefunden habe. In diesen Büchern steht nichts darüber geschrieben, was passiert, nachdem die Alchemisten in die Zuflucht gekommen waren. Das ist doch seltsam, meinst du nicht auch? Es soll irgendwo im Festungsdungeon östlich der Festung der Hüter mehr Bücher geben. Wir müssen allerdings das Hüterkampftraining abschließen, bevor wir dorthin können. Den Trainer für den Hüterkampf befindest du im Turm, ja, das wissen wir schon, danke. Machen wir uns auch gleich mal auf den Weg. Wo waren eigentlich die ganzen Verkaufsstände? Waren die nicht auch hier? Ne, die waren auch nicht hier. Ach ne, die waren... Ach, genau. Die waren links von uns. Wird mir auch auf der Karte angezeigt. Wir gehen jetzt aber erstmal hoch zum Training. Und dann können wir hier wahrscheinlich auch gegen die anderen Monsterhüter antreten. Mahlzeit.
Der Trainer des Hüterduells sagte, er will aus irgendeinem Grund zuerst mit dir sprechen. Ich bin ein wenig nervös, aber ich denke, es wird schon gut gehen. Ich muss gestehen, ich habe bereits die Regeln für die Hüterduelle gelesen, nur zur Sicherheit. Gut gemacht, du hast genug Champion-Monster. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Genau genommen hat Will noch nicht genug Champion-Monster für dieses Training besiegt. Allerdings haben wir aus zwei Gründen entschieden, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen. Zum einen brauchen wir mindestens zwei aufstrebende Hüter für dieses Training. Also müsstest du auf Will warten oder darauf, dass ein anderer neuer Hüter genug Champion-Monster besiegt. Aber noch ausschlaggebender war unsere Besorgnis, dass es lange dauern könnte, bis Will das schaffen würde. Seine Eltern sagen, er sei mit seinen Gedanken immer noch woanders und einfach nicht der Typ, der zu Abenteuern aufbricht und Monster bekämpft. Trotzdem ist er ein sehr cleverer und talentierter junger Mann. Wir hoffen, dass dieses Training sein Selbstbewusstsein stärkt, indem es ihm zeigt, wozu seine Monster in der Lage sind. Aber damit will ich nicht sagen, dass du dich ihm gegenüber zurückhalten sollst, nutze diese Gelegenheit ruhig, um deine eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. In Ordnung, Will, komm herüber. Und ich erkläre euch beiden jetzt die Regeln für das Hüterduell. Ich bin Trainer Gotthelm, der Trainer des Hüterduells. Und es ist meine Aufgabe, jungen Hütern die Regeln für das Hüterduell beizubringen. Seit tausenden Jahren oder noch länger legen Menschen ihre Streitigkeiten bei, indem sie ihre Monster gegeneinander antreten lassen. Die ersten Monsterhüter legten feste Regeln für diese Art Duell fest, als die Monsterzuflucht geschaffen wurde. Zunächst sollten weder der Hüter noch die Monster eines Hüterduells ernsthaft verletzt werden. Das sollte euch beiden sowieso klar sein. Aber der Brauch verlangt, dass ich diese Regel wiederhole. In einem Hüterduell setzten beide Hüter ihr vollständiges Team aus 6 Monstern ein, okay. Aber wie immer darf ein Hüter nicht mehr als 3 Monster auf einmal einsetzen, okay. Wenn ein Monster zu Boden geht, kann sein Hüter dafür ein anderes Monster aus seinem Team einwechseln. Ah, cool. Die Reihenfolge der Züge in einem Hüterduell wird zufällig bestimmt. Der Hüter, der beginnt, darf als Ausgleich zu nur 2 seiner 3 Monster während eines ersten Zuges einsetzen. Der Hüter, der den zweiten Zug macht, darf alle 3 aktiven Monster einsetzen. Von diesem Punkt an geht der Kampf wie gewohnt weiter. Gegenstände sind in einem Hüterduell nicht erlaubt. Außerdem werdet ihr feststellen, dass die Stärke eurer Monster und ihrer Fähigkeiten etwas anders ist, als ihr es von den Kämpfen gegen Monster in freier Natur gewohnt seid. In einem Hüterduell sind alle Schadensheil- und Schildfähigkeiten nur halb so stark. Sobald es einem Hüter gelingt, das gegnerische Team aus 6 Monstern auszuschalten, hat er gewonnen. Alter, man kann das auch ein bisschen abkürzen. Damit ist der theoretische Teil dieses Trainings beendet. Als nächstes werdet ihr beiden gegeneinander antreten, damit ich sehen kann, wer die Regeln wirklich verinnerlicht hat. Bist du bereit für ein Hüterduell oder möchtest du die Regeln noch einmal hören? Ich bin bereit, auf jeden Fall. Ja, Will ist auch bereit. Zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Nun gut, junge Hüter. Einer von euch muss den anderen zum Hüterduell herausfordern. In Ordnung, Reik, aus der Spektrallöwe-Blutlinie. Ich fordere dich zum Hüterduell heraus. In einem Hüterduell könnt ihr das gegnerische Team aus 6 Monstern sehen, aber keiner von euch weiß, mit welchem der anderen angreift, okay? Level 11 sind die auch. Ja, keine Ahnung, ballern wir einfach mal los, ne? Fuck, nur einer Verbrennung. Gott. Sehr gut. Gut ist, wir haben Blobby dabei, der kann uns fast jede Runde komplett heilen. So, nochmal, da sind noch 2 nicht verbrannt. Ach, Gott sei Dank. Gut, die jetzt auch erwischt. Ja, dann hauen wir den mal weg. Der stirbt an seinen Debuffs. Kommt jetzt da direkt ein neuer rein, oder? Oh, scheiße, so ein Pilz. Shit. Jetzt haben die alle 3 Gift gekriegt. Ich gehe kaputt.
Ach, der heilt auch nur die Hälfte. Verdammt. Scheiße. Er hat sie ja vorher noch gesagt. Ach, so links auf der Seite sehe ich noch welche Monster der noch hat. Der hat noch dieses komische Flammenvieh und hier das kleine Erdferkel dort. Boah, das ist aber echt mies von ihm jetzt. Das ist richtig mies von dir, Will. Oh je. Das könnte echt schmerzhaft werden für uns. Ach, dieses Drecks-Scheiß-Schild, ey. Kann ich eigentlich jetzt einen austauschen, oder wie ist denn das? Alter. Alter. Bin ich zweimal vergiftet? Was? Ich glaube, das verlieren wir. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Dieses Dreckschild immer noch, ey. Da komme ich halt auch nicht durch. Okay, unser Katzerker, den entschärft es gleich. Nehmen wir wenigstens von ihm noch das Schild weg. Nö. Vergiften wir den noch. Hau doch mal ab mit deinem Kackschild, ey. Scheiße, wir gehen sowas von drauf. Gift, ey. Oh, natürlich. Oh nein, oh Gott, ey, ich hasse es. Scheiße, wir gehen sowas von drauf. Hat er mich mal ordentlich gefickt, der Sack. Pff, hier, keine Ahnung. Die nicht kaputt, vergiss es, keine Chance. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn wir das jetzt gegen ihn verlieren. Oh, dieses Hochschilden, das geht mir gerade richtig auf den Zeiger. Natürlich. Ich hätte diese Kackraupe da als erstes erledigen sollen. Dafür ist es nun leider schon zu spät. Ist vollkommen egal, ich krieg die nicht kaputt. Ich mache zu wenig Schaden bei allen. Deswegen, ich mach's jetzt kurz. Ich heile mich nicht mehr. Der soll mich jetzt umbringen. Scheiße. Ach je. Okay, jetzt haben sie gerade ordentlich Schaden bekommen. Aber, oh nein, natürlich. Eine heilende Welle. Fuck, ey. Scheiße. Verfehlt. Okay, spätestens jetzt, wenn die alle ihre Debuffs kriegen, dann... Jupp, noch einer weg. Der Mönch, der reißt jetzt raus.
Kackraupe möchte ich nach dem Kampf nie wieder sehen. Na gut, das ist Level 8, der kriegt ordentlich auf den Sack. Ich mache jetzt einfach, das hat sich eh erledigt. Scheiße, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schwer ist. Er hat sich ja noch nicht mal so einen Champion reingetraut, ey. Okay, jetzt zerlegen sie uns noch und dann war's das. Scheiße. Schild. Diese Kackraube macht nichts anderes als ihr scheiß Schild. Fuck, das erste Mal verloren. Hüter Reik hat kein Monster mehr in seinem Team, um weiterzukämpfen. Hüter Will hat gewonnen. Den würde ich jetzt am liebsten so die Fresse polieren, Will, ey, ehrlich. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich gewonnen habe. Ja, Glückwunsch. Und dann auch noch gegen Reik. Obwohl er den Miniatur... Was? Obwohl er den Mini-Tau, ach so, besiegt hat. Ich schätze, ich hatte wohl einfach die bessere Strategie. Fick dich, du Arschloch. Keine Sorge, Jungspund, wir werden stärker und besiegen sie ein anderes Mal, ja. Nun gut, du hast das Hüterduell-Training abgeschlossen. Du kannst jetzt zu anderen Bereichen der Zuflucht aufbrechen und Monsterhüter herausfordern, auf die du triffst. Gegen andere Monsterhüter zu kämpfen, hilft dir, Erfahrungspunkte zu sammeln. Außerdem hat jeder Hüter einen anderen Gegenstand als Belohnung für dich, falls du ihn besiegst. Ja, das ist cool. Ich werde mich jetzt zum Festungs... Ist mir egal, wo du hingehst, Will. Ist mir egal. Lauf mir nie wieder über den Weg. Verpiss dich. Ich hoffe, das hat ihm dabei geholfen, seinen Mut zu finden. Du solltest ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, ich habe ihn natürlich gewinnen lassen, damit er ein bisschen an Selbstvertrauen gewinnt. Ne? In der Zuflucht gehen in letzter Zeit seltsame Dinge vor sich. Die Zahl der Champion-Monster ist total abnormal. Oh, übrigens, ich biete Hüter-Duell-Herausforderungen an, falls du deine Fähigkeiten gegen mich auf die Probe stellen möchtest. Nö, 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 danke. Ich habe sowas von genug gerade von deinen Kackduellen. Das war eine scheiß Idee. So, könnte ich hier... Wo war denn das? Hier, jetzt runter. Dann kann ich doch hier links irgendwas kaufen, oder? Ach, hier ist der Schmied für die Verbesserung. Bei dem waren wir noch gar nicht. Du bist ein Neuling unter den Monsterhütern, richtig? Ich bin Schmied für Monsterausrüstung und Waffen. Ich kann deine Ausrüstung für dich verbessern. Ich gebe dir ein paar Materialien, um loszulegen. 4-mal Kupfer, 2-mal Baumwolle, rotes Juwel, grünes Juwel, blaues Juwel. Verwende sie, um einen Teil deiner Ausrüstung zu verbessern. Aha. Siehst du auch direkt, wer was anhat? Ah, okay. Eisen fehlt mir 2-mal. Kann ich von dem auch was kaufen? Nee. Hm. Das ist auch ganz geil. Aber ich bin mir dann, weiß noch nicht, wird dann noch ein bisschen warten mit dem Verbessern, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, was wir für was dann mal verwenden. Okay, Mana, Gesundheit. Ist nicht so geil, das Zeug, was der hat. 200 kostet eine. Hier wäre es ganz cool, wenn ich hier noch sehen könnte, wie viel wir noch im Inventar haben. Ich kaufe mal 2. Hm. Ach so, wo mussten wir jetzt hin? Das habe ich jetzt gar nicht. Man da rechts raus? Also hier jetzt? Stopp! Aha, aha. Naja, doch. Ja, okay, wir können jetzt hier durch. Sehr gut. Cool, Festungsdungeon. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.